Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Der Quest Knochenstadt ist noch nicht beendet. Wir wollten hier zuletzt mit dem, hieß er nochmal? Na? Genau, Ardath Scoria reden. Ich hatte ja gesagt, dass ich dann an der Stelle hier nochmal hinrenne und das nochmal wiederhole. Und jetzt gucken wir mal, ob, ja, wie das Ganze hier wirklich ausgeht. Ich hoffe gut, denn ich will den Ardath Scoria eigentlich ungern töten. Ruhig bleiben, Fremde. Ich habe keinen Streit mit euch. So. Also, ich bin wegen euch hier. Sicher ein Agent dieser Schlange, Eswin. Ihr seid nicht die Erste, die er schickt, um mich aus meiner Mine zu verjagen. Ich sage euch, was ich dem Rest sagte. Diese Mine gehört Scoria. Ihr könnt mich töten, doch es ändert nichts. Politiker kommen und gehen, sie folgen dem Geld. Doch ein Mann, der sein Land beschützt, wird es nie verlassen. Sagt ihnen das, wenn ihr das Richtige tun wollt. Und das könnt ihr. Trefft mich später. Ich werde bei Verbündeten in Weißfels sein. Das ist der letzte Ort, an dem Eswin mich suchen würde. Gemeinsam können wir Apotyre retten. Warum seid ihr hier? Also müssen wir ihn nicht töten, Gott sei Dank. Man weiß ja immer nicht, ob in diesen Gesprächen immer sofort losgeht und dann, ja. Toll. Ich verstecke mich vor Eswins Söldnern. Männer und Frauen wie euch. Aber ich sehe, dass ihr vernünftig seid. Tut das Richtige. Kommt später wieder zu mir. Ja, mache ich. Mache ich. Ich will den nämlich nicht töten. Ich glaube ihm tatsächlich irgendwo. Ja, ich bin hier in die Ecke gerannt. Zuletzt und habe da nochmal geguckt, was da so ist. Dann laufe ich jetzt wieder zurück. Ich meine, ich hoffe, die greifen mich jetzt nicht an oder so oder sonst was. Ich habe ja auch keine Ahnung. Schuhe des Lauffeuers. So. Wieder raus. Bin sowieso nicht gerne in solchen Höhlen immer. Schon gar nicht in so einem Steinbruch. Weiß nicht. Nicht so meins. Nicht schön. Nicht sehr interessant. Einfach nur nebenquestmäßig. Aber gehört dazu zum Spiel. So, jetzt soll ich... Ja, wo soll ich denn eigentlich hin? Ich soll jetzt hier erstmal wieder nach Weißfels. Ich nehme an, ich soll mit dem Bürgermeister jetzt wieder sprechen. Der wird aber bestimmt sauer auf mich sein. Und ich frage mich, wie ich mich da rausmogeln soll. Aus dem Gespräch. Was steht denn jetzt hier im Quest? Nun, da ich Ardath Scoria gefunden habe, wird es Zeit, mich nach Weißfels zurückzukehren und Bürgermeister Eswin alles zu erzählen. Ja, mal gucken, was der dazu... Ja, ich kämpfe ja lieber, glaube ich, gegen den Bürgermeister. Obwohl ich am Anfang ihm eher geglaubt hätte, so. Also, ihr kämpft nicht zurück, wenn ihr mir nicht etwas zu sagen hättet. Habe ich recht? Ja. Warum habt ihr gelogen? Ihr seid ein dreckiger Lügner. Warum habt ihr gelogen? Ardath hat es euch also erklärt, ja? Ich hätte es mir denken können. Nun, lasst es mich so ausdrücken. Die Tage der Familienminen sind vorüber. In Apotyre ist ein neues Zeitalter angebrochen. Die Darkvaris, Kynrix und Tsungas. Um sie kümmere ich mich früher oder später. Aber die Scorias, sie sind anders. Sie genießen Respekt. Das gibt ihnen Macht. Hört mir gut zu. Wenn ihr dieser Sache den Rücken zuwendet, mir den Rücken zuwendet, seid ihr in Weißfels nicht mehr willkommen. Also sagt, sind wir noch Partner? Warum sollte ich bleiben? Habt ihr eine Wahl? Wartet nur. Ohne mich werden Weißfels und Apotyre weiter vertrocknen. Doch wir können es aufhalten. Wir organisieren alle Minen unter einem einzigen Besitzer. Mir. Und arbeiten mit den Gnomen zusammen, um das Erz wieder fließen zu lassen. Dann kehrt der Wohlstand zurück. Und mit ihm die Arbeiter. Naja, klar ist das gut, wenn jemand anpackt und da irgendwie das alles antreiben möchte, die Wirtschaft. Und natürlich läuft das dann besser und natürlich entsteht dann auch mehr. Aber ja nicht auf Kosten von den Leuten, denen die Minen eigentlich gehören, die sich das alles über Generationen aufgebaut haben. Ich bin mit euch fertig. Ihr werdet diese Entscheidung bereuen. Das versichere ich euch. Ja, dann ist das so. Dann setz dich mal wieder hin. Und jetzt reden wir mal mit Ardath. Oder ich sag immer Ardath, weil ich immer denke, das TH wird so ausgesprochen. Aber in dem Fall ist es mal Ardath. Genauso wie bei Agath.
Moor. Seid vorsichtig da draußen. Danke. So, der müsste jetzt hier irgendwo... Ist er hier drin, ne? Okay. Im Gemischtwarenladen. Wo denn? Hallo? Hallo. Bin ich jetzt doof? Ist der jetzt hier? Wo ist er denn? Hä? Hm, der stimmt da oben. Oder unten? Nee, oben. Hallo. Was machst du denn hier im Bett? Ihr seid zurück? Ich hatte es gehofft, aber... Nun, es ist schwer, die Hoffnung nicht zu verlieren, wenn man alles verloren hat. Ich habe einen Vorschlag für euch, wenn ihr bereit seid, ein Risiko einzugehen, um das Beste für die Menschen von Aportüre zu tun. Was schlagt ihr vor? Unsere Familienmine ist alles, was wir noch haben. Und Eswin will uns auch das nehmen. Er weiß genau wie ich, dass die Skoria-Mine immer noch wertvolles Erz enthält. Und er will es an sich reißen. Hm, warum sollte ich euch helfen? Der Grund ist einfach. Eswin ist ein Außenseiter, doch er will alles stehlen, was die Bewohner von Aportüre aufgebauut haben, wofür sie geschuftet haben. Er hat kein Anrecht auf dieses Land. Seht ihr es nicht? Unter den schicken Klamotten und den schweren Taschen ist er ein gewöhnlicher Verbrecher. Ein Ganove wie seine Männer. Ich werde euch helfen. Geht zur Mine, nehmt eine Tyreniumprobe und bringt sie mir. Klingt einfach, nicht wahr? Wartet nur ab. Nehmt diesen Ring. Er ist ein Erbstück der Familie Skoria. Er wird euch helfen, das Vertrauen meiner Vettern zu gewinnen. Sie bewachen die Mine vor Banditen und Söldnern. Okay, wo ist die Skoria-Mine? Sie liegt jenseits des Grabens in der Nähe des alten Motus-Hauptquartiers. Ihr findet meine Vetter in der Mine. Sie bleiben dort, um sie gegen Eswens Schläger zu verteidigen. Geht klar. Ja, ich helfe. Umbringen möchte ich eigentlich immer nie jemanden, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann immer eigentlich das arme Volk. Die haben ja meistens eher Pech in solchen Situationen, ist ja klar. Geld regiert die Welt, auch hier. So, und dann sollen wir jetzt zur Mine. In die Mine. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so weit. Nein, das ist da vorne, ne? Oder? Ja. Kriegen wir hin. So. Da sind wir auch schon. Skoria-Mine. Rein da. Da ist auch noch eine Truhe, die verschlossen ist. Da waren wir aber schon mal dran. Wir waren hier, glaube ich, auch schon mal drin. Wer ist hier? Hier ist irgendjemand. Hä? Ach, er hier. Ich zögere zu fragen, wer ihr seid. Ihr müsst wissen, wir hatten in letzter Zeit viele Besucher und jeder wollte uns schaden. Ich bin Telgut Skoria und dies ist meine Mine. Ich bin wegen einer Probe hier. Diese Mine gehört den Skorias und wird von ihnen betrieben. Und ich lasse sie nicht von einem dreckigen Grubenpony untersuchen. Außerdem mussten wir wegen der Bestien den Betrieb einstellen. Ich meine nicht die draußen. Es gibt neue. Vor einigen Tagen sind wir in der Mine auf etwas gestoßen. Und ich sage euch, was aus diesem Loch kam, war anders als alles, was ich je gesehen habe. Hat fast alle meine Männer getötet. Nun können wir nicht hinabsteigen. Und ihr auch nicht. Also dreht euch um und verschwindet. Ja, damit komme ich schon klar. Ich bezahle euch. Ich habe Adat Fring. Ich arbeite für Adat. Der Bürgermeister von Weißfels wird vorhersehbar. Die geheimnisvolle Fremdernummer hat er schon einmal versucht. Erfolglos. Ja, wir haben doch den Ring. Ja, was wollt ihr jetzt? Ich muss einen leeren Minenschacht beschützen. Ich hab den Ring. In der Tat. Und ich weiß sehr gut, dass ein Skoria seinen Ring nur aus zwei Gründen hergibt. Als Zeichen des Vertrauens oder weil er tot ist. Geht, besorgt, was ihr braucht. Na. Dann hat das ja geklappt. So, wer ist jetzt hier? Oh, Niskaru. Schweine. Ah.
Die sind immer so aggro. Aber sie bringen gute Erfahrungspunkte. So, ich laufe mal hier lang. Ach, da ist gar nichts, aber vielleicht ist da ja irgendwie... Weichkrabbelpulver, genau. Nein, eine Truhe oder so, die wichtig ist. Hier zum Beispiel. Nix Tolles. Ja, ich habe irgendeine Krankheit, Fluch oder sonst irgendwas abgekriegt. Das ist ja schön. Noch eine Truhe. Okay. Was haben wir hier? So. Nehmen wir alles mit. Und gehen weiter. Dürfen hier alles abmetzeln, was uns in den Weg stellt. Oh, und die sind auch so wachsam immer, ne? Die sind schon... Ist schon nicht ohne. Aua. Oh, ich krieg eine Adrenalinwoge. Ich mag die Niskaro nicht. Die sind irgendwie doch immer gruselig. Obwohl ich gegen schon viele Niskaro mittlerweile ja gekämpft habe. Ich finde sie... finde, die gehören mir zu den gruseligsten. So, wir nehmen mal alles mit hier. Der arme Mann. Noch ein armer Mann. Ach, was haben wir denn jetzt hier, was wir mal loswerden können? Natürlich könnten wir diese Sachen, die werde ich noch in meine Kiste packen, das ist gut. Chakrams der Exekution. So, 25, Stufe 10, die sind natürlich eigentlich nicht so geil. Klingen zwar toll, sind sie aber nicht. Rüstung. Nein. 79, 100, nein. Die kann auch nicht mithalten. Was ist mit den Schüchen? Nein. Natürlich nicht. So, Plunder, weg damit. So. Noch einer? Oh. 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 Ja, was war das denn für einer? Niskaro-Tyrann. Enkes Schuhe. Ja, hey. Alles wieder gut, Leute. Ich glaube, der war der... Ich glaube, der war der Schlimme. Voll das fette Vieh hier. Krass. So, jetzt ist alles wieder in Ordnung, Leute. Ihr könnt wieder runterkommen. Oh, cool. Voll die coolen Sachen. Schaue ich mir gleich mal an, was das hier alles war. Wow, okay. Und da hinten noch eine Truhe, da gehen wir auch nochmal hin. Schöne Setteile. Ja, das war doch eine gute Beute jetzt dann doch hier. In der Mine. So, und hier? Aha. Wahrscheinlich ist es gleich voll hier. Ja, war klar. Gucken wir mal, was wir hier haben. Erzprobe. Mhm.
So, dann haben wir das ja auch. Was haben wir denn jetzt wieder eingepackt? Hier können wir das wegpacken. 159, 200, ja, können wir wegpacken. Können wir auch wegpacken. Eigentlich nicht gut. Ein Schmied namens Farag fertigte diese Stulpen für seinen Lehnsherrn als Geschenk zu dessen Hochzeitstag an. Ja, das hat er auch gut gemeint. Aber ist mir trotzdem nicht gut genug. Also eigentlich will ich immer die. Ich habe die nur noch nicht mit guten Gemmen ausgerüstet. So, dann haben wir hier Wekrets Gamaschen. Meine Macht ist mein Recht, sagen die Anhänger Wekrets. Sie sind stolz und diszipliniert, vereint in ihrer Abscheu gegen die Schwäche, beiläufig brutal bei der Verfolgung ihrer eigenen Interessen. Aha, aha, aha. Natürlich behalten wir die Set-Teile. Ne? Das ist ja auch in Ordnung. Das können wir auch wegpacken. Und dann haben wir auch schon wieder Platz. So. 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 Alles mitgenommen. Und dann gehen wir zurück und haben den komischen Niskaro-Lord-Dämon, was auch immer, getötet. Der sah nett aus. So, da sind wir wieder. Huhu. So. Willst du dazu nochmal was sagen? Ich bin beeindruckt. Niemand sonst ist zurückgekehrt seit... Nun sagen wir einfach, ihr seid die Erste, die seit langer Zeit von der Mine zurückgekehrt ist. Und das in so kurzer Zeit. So. Also ihr könnt da jetzt wieder hin, nur dass du das weißt, ne? Aber die anderen sind ja tot. Also eigentlich kann nur er da jetzt wieder hin, wenn er will. Wenn er lustig ist. Könnte zum Beispiel seine Freunde begraben. Könnte er machen. So. Wir gehen wieder zurück nach Weißfels und liefern das Erzzeugs ab. Und dann war das gar nicht mal ein, finde ich, so kurzer Quest. Da ist doch schon auch Zeit für drauf beigegangen. Aber bis man dann dahinter kommt, wer hier im Recht ist und wer nicht und Unrecht und so, ja. Steh mal auf. Ihr seid zu den Skorias gegangen. Ich wusste nicht, ob ihr das Böse überleben würdet, das dort erweckt wurde. Doch ihr seid zäher, als ich erwartet hatte. Wie geht's weiter? Die Mine wieder sicher zu machen, ist eine Aufgabe für einen anderen Tag. Im Moment stehen wir vor einer gefährlicheren Herausforderung. Es wird Zeit, den Bürgermeister von Weißfels zu töten. Oh. Es ist der einzige Weg. Wenn er weg ist, kann ich seinen Platz einnehmen und Abortüre im Namen seiner Bewohner helfen. Nicht im Namen eines Mannes, der König sein will. Oh, ich weiß aber nicht, ob ich das will. Wo ist der Bürgermeister? Vermutlich sitzt er auf seinem selbst gebastelten Thron im Haus des Bürgermeisters. Geht seine Herrschaft beenden, ehe sie wirklich beginnt. Ich will das aber eigentlich gar nicht machen. Ich will den nicht töten, das ist voll scheiße. Aber jetzt haben wir uns natürlich auf die Seite geschlagen, ne? Jetzt komme ich da wahrscheinlich eh nicht mehr raus aus der Sache. Hallöchen, wir sollen den Bürgermeister töten. Ja, das ist eine total schöne Aufgabe. Ah, es ist scheiße. Genau, es ist immer, ja, ganz oder gar nicht, ne? Ja. Die Frage ist, wenn ich bei dem anderen auch Nein gesagt hätte, wäre ich dann neutral oder wäre ich dann automatisch zu ihm hier wieder zurückgegangen, weil ich mich auf seine Seite dann auch nicht geschlagen hätte? Wir reden mal mit ihm. Ich weiß, warum ihr hier seid. Ihr kommt nur mit einer Absicht. Bitte, nehmt meinen Kopf nicht. Ich flehe euch an. Ihr habt den Tod verdient, ihr gehört in den Kerker. Ich kann euch nicht am Leben lassen. Ihr gehört in den Kerker. Das kann ich nicht versprechen. Wenn ihr mich vernichten wollt, dann tut es. Wie? Oh. Ja. Scheiße. Das Überzeugen hat nicht geklappt, das ist sehr, sehr doof. Ich hätte es lieber gewollt, dass er in den Kerker geht, aber gut. Nein, ich wollte doch nicht raus. Oh, jetzt ist bestimmt der Kram auch weg von dem, ne? Ist das jetzt noch da drin, ne? Tolle Wurst. Doch. Todesdrohung. Da konnte ich doch noch was mitnehmen. Greifen die mich jetzt alle an? Hallo. Gut, was für eine Todesdrohung? Das will ich jetzt wissen. Wo steht denn das? Wo steht denn das? Wo steht denn das? Wo steht das? Wo steht das? Wo steht das? Hm. Ha.
Todesdrohung. Möge das der Gestank deiner Leiche die Schlangenschlucht verpesten, Tyrann. An Bürgermeister Eswin Elfhelm. Oh, krass. Okay, der riecht nach Alkohol. Toll. Was glotzt ihr denn so? Es ist Zeit, dass der Heilungsprozess beginnt. Eswins Männer sind nun die meinen. Und ich werde mit ihnen eine neue Ära der Wiedergeburt einleiten. Ihr habt große Opfer gebracht. Und ich werde euch dafür belohnen. Nehmt dieses Gold und diese Rüstung, die seit vielen Generationen im Besitz meiner Familie ist. Seid auf der Hut. Apertüre ist immer noch ein tödlicher Ort. Die Heilung bedarf Zeit. Doch Zeit haben wir. Ich wollte nie mit jemandem Streit. Während meines gesamten Lebens habe ich Probleme immer bewältigt, doch niemals nach ihnen gesucht. Eswin kam hingegen her, um Ärger zu machen. Lebt wohl. Tja, das war der Quest. Knochenstadt, soweit ich weiß. Ja, dann haben wir das ja auch geschafft. Das ist ja toll. Das lief ja total glücklich. Bürgermeister tot. Was soll ich sagen? Es war klar, dass es auf die eine oder die andere Seite irgendwie auslief, aber ich hätte mir natürlich tatsächlich gewünscht, dass wir den Bürgermeister überzeugt hätten. Und so ein bisschen wie hier bei der letzten jetzt, dass man den nicht töten muss, denjenigen, Mann, ist das heiß hier. Sondern dass derjenige freiwillig sagt, okay, ich gehe ins Gefängnis oder so, damit der noch leben kann. Hat nicht geklappt, aber ich werde jetzt deswegen nicht nochmal neu laden. Es ist jetzt einfach so. Wir machen das nächste Mal weiter. Mal gucken, mit was, werdet ihr sehen. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Part. Bis dann.